Hättest du es gesehen? Weiß zieht und setzt matt in 3 Zügen. Das war die Chance für Hans Niemann gegen die iranische Nummer 1 Paha Maksodlo in der 8. Runde der Schnellschachweltmeisterschaft ganz oben anzugreifen, Magnus Carlsen auf den Fersen zu bleiben. Was er hier tun muss, kommt jetzt. 3-2-1. Bäm! Läufer E4 Schach und matt in 3. Egal was Schwarz macht, er wird matt. Wenn er den Läufer nimmt, ist er sofort matt. Dame H5. Und der König hat kein Feld mehr. Beachtet, der Turm hier hat die 8. Rohnreihe unter Kontrolle. Oder wenn der Läufer nimmt, ist das Gleiche. Auch Dame H5 und matt. Bleibt Schwarz eigentlich nur noch G6. Aber das hilft ihm auch nicht. Die Dame nimmt wieder auf H5. Der Habauer ist gefesselt. Schwarz muss den König ziehen. Dame H8 matt. So hätte die Partie geendet. Hans Niemann hat es nicht gesehen. Und die Partie wurde Remis und Hans Niemann ist Magnus Carlsen nicht auf den Fersen. Noch nicht.